Leute, ich möchte euch heute die Lösung für ein Problem vorstellen, das mich schon sehr lange beschäftigt hat und wo ich jetzt sage, ich habe für mich eine super geile Lösung gefunden. Hört mal kurz hin, was unterscheidet diesen von mir aufgenommenen Live-Song von diesem? Hört ihr es? Genau, Übersprecher von der Snare auf die Gesangsmikros. Und wie ich das gelöst habe, das möchte ich euch heute zeigen. Intro ab. Oh no. Ja, liebe Audio-Engineers, liebe Mixing-Freunde, das würden mit Sicherheit ganz viele FOH-Tontechniker kennen. Ihr macht einen Soundcheck, ihr mischt eine Mega-Snare, eine Mega-Bassdrum, das Schlagzeug ist total geil, klingt super geil, wie auf der besten Rockaufnahme, die ihr euch vorstellen könnt. Und dann kommt der Sänger und stellt sich ans Schlagzeug. Und dann gibt es Übersprecher von der Snare ins Gesangsmikrofon. Und dann ist die ganze Arbeit am Drumset-Sound futsch. Erstens ist die Snare dann viel zu laut. Ihr müsst sie also eher zurücknehmen. Zweitens wird ein Gesangsmikro ganz anders gemischt als ein Snare-Mikro. Es sind also genau die Frequenzen im Gesangsmikro, die eigentlich bei der Snare nicht so toll klingen und so weiter. Und drittens gibt es Phasenverschiebungen, der Attack geht weg und. Ich hatte dieses Problem ziemlich lange und zwar bei meiner Band, die ich regelmäßig mische, nämlich Lost Eden. Da kann die Band auch gar nichts dafür, aber da wird sehr viel Wert auf Show gelegt und da gibt es halt einfach folgendes Problem. Das Drumset steht in der Mitte von der Bühne, ringsrum eine Podestlandschaft und es gibt vier Vokalisten und die bewegen sich ringsrum ums Drumset. Und genau bei eben, was wir hier gerade gehört haben, bei Living on a Prayer, stehen drei Girls hinten, hinterm Drumset, überhalb der Snare und warten drauf, dass sie das Singen anfangen können. Ja. Und da hilft in dem Fall keine andere Kapsel, da hilft in dem Fall kein Plexiglas vor Schlagzeug, da hilft es nichts, an der Snare groß rumzustimmen, weil Snare bleibt Snare und zugunsten von weniger Snare in den Gesangsmikros auf Snare Sound zu verzichten oder auf Attack zu verzichten, ist auch nicht die Lösung. Da hilft nur ein kleiner Trick und den zeige ich euch jetzt. Wir hören jetzt kurz nochmal rein, wie das Ganze ohne den Trick klingt, also so wie es jetzt im Moment ist. Jetzt hört mal auf die Snare. So, um zu verdeutlichen, wie die Snare klingen würde, wenn die Gesangsmikros aus wären, mache ich einfach mal die Gesangsmikros aus. Ich mache also hier den Vocal Bus, das ist der Vocal Main. Ich habe hier Band Main und Vocal Main. Ich mache mal alles aus, bis auf die Band. So, ich mache das nochmal kurz an, dass wir einen A-B-Vergleich haben. So, wenn man jetzt den Direktsound hört, also ohne die Gesangsmikros, da hört man schon, dass ich das in einer gewissen Art und Weise auch mit eingemischt habe. Das heißt, die Snare ist eigentlich klingt schon sehr künstlich, aber durch diese Räumlichkeit der Gesangsmikros wirkt das später nicht so. Außerdem hat man ja beim Live-Sound auch immer noch die direkte Snare von der Bühne bis zum Publikum, also deswegen passt soweit, aber wie gesagt, die Übersprecher sind schon extrem. Jetzt ist mir letztens der Gedanke gekommen, kann man das nicht einfach rausfiltern? Ja, wie denn? Mit einem Gate? Schwer. Aber was gehen würde ist, vielleicht müssen wir gar nicht den kompletten Snare-Schlag rausfiltern, sondern einfach nur diesen Anfangstransienten, der eben stört. Und vom Sustain her oder vom Release her können wir ja durchaus ein bisschen was drin lassen. Das gibt dem Ganzen ja gleich wieder ein bisschen Räumlichkeit. Nur eben dieser Attack ist ja das, was extrem nervt. Und wenn ich jetzt dafür einen geeigneten Kompressor mir suche, dann bietet sich in der Behringer Wing eben der Eternal Bliss an. So, ich lade den hier mal in den Kompressorslot von diesem Vocals Main, also von diesem Vocal Bus. So, das ist der hier. Und warum bietet der sich an? Weil der eben einen extrem schnellen Attack hat. Ich kann den Attack hier runterstellen bis auf
0,4 Millisekunden. 0,4 Millisekunden sind, wenn ich mich nicht verrechnet habe, bei 44,1 kHz Abtastrate ungefähr 18 Samples. Das heißt, er reagiert innerhalb von 18 Samples und zieht das Signal mir runter. So, also was muss ich jetzt tun? Zuerst stellen wir hier wirklich auf 0,4 Millisekunden auch runter die Attack-Zeit. Dann will ich natürlich nicht, dass der Kompressor von seinem eigenen Bus in dem Fall getriggert wird, sondern ich hätte gern hier eine Keysource und ich habe mir hier extra eine Snare-Gruppe angelegt. Die finde ich hier. Snare-Trigger heißt die. Ist in dem Fall hier bei mir Bus 11. Und da gehen jetzt, wie gesagt, da geht der Snare-Sound drauf. So, jetzt müsste schon jedes Mal, ich spiele mal das ab, jetzt müsste eigentlich schon jedes Mal, wenn ich jetzt hier einen Snare-Schlag kriege, der Kompressor auch reagieren. Jo, also das macht er und meiner Meinung nach hört man auch schon ganz schön viel. Er zieht jetzt nämlich hier jedes Mal, wenn der Snare-Schlag kommt, einfach den Vocal Bus kurz um 12 dB zurück. Und im Moment habe ich hier 100 Millisekunden eingestellt. Wir müssen gleich mal schauen, ob das ein Problem ergibt. Und das Ratio steht hier auf 3:1. Das ist vielleicht ein bisschen viel. Ich würde jetzt mal Folgendes probieren. Ich lasse die 100 Millisekunden eingestellt. Stell das Ratio mal auf 2:1 und schau mal, was passiert. Denn eigentlich wäre es mir am liebsten, der macht zwischen minus 6 und zwischen minus 9 dB. Das heißt, er zieht ungefähr um die Hälfte das Vocal-Signal leiser, immer dann, wenn ein Snare-Schlag kommt. Wir hören mal, wie das so klingt. So, ich lasse nochmal von Anfang laufen. Wir machen einen A-B-Vergleich. Deutlich zu hören. Deutlich zu hören. Jedes Mal, wenn die Snare kommt, zieht er mir die kurz zurück. 100 Millisekunden scheinen hier ganz gut zu sein. Und es macht so viel aus, finde ich, im Sound. Jetzt könnte man ja meinen, ich habe dadurch immer im Gesang ein Pumpen drin. Aber ich sage euch eins, das ist nicht so. Das Einzige, was passiert ist, dass die Snare eben vor den Gesang rutscht. Aber da die Snare eh eigentlich immer ziemlich laut gemischt ist, zumindest bei Rockmusik, Obacht, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Bei Rockmusik funktioniert das gut, auch bei Pop noch. Wer jetzt eine Jazzband mischt, dem würde ich das nicht empfehlen. Da würde ich aber voraussetzen, dass der Drummer nicht so dermaßen in die Snare eindrischt. Jetzt hören wir es uns mit Gesang mal an und schauen, ob das passt oder ob man ein Pumpen im Gesang wahrnehmen kann. So, ich habe jetzt noch ein bisschen nachgeregelt.
Ich habe jetzt hier die Release-Zeit auf 84 Millisekunden gestellt, dass es nicht ganz so lang nach hinten raus wird. Und ich habe den Threshold ein bisschen angepasst, sodass er wirklich bloß minus 6 dB macht, dass das auf dem Gesang fast nicht zu hören ist. Also ich sag, das ist allemal tauglich, selbst wenn man jetzt hier auf der Aufnahme natürlich ganz genau hinhört, vielleicht hört es der ein oder andere ein bisschen raus. Wobei ich sage, das könnte auch so gewollt sein. Also es gibt auch Rocknummern, wo man das wirklich bewusst auch so macht, um die Snare so weit wie möglich in den Vordergrund zu bringen. Ich sage euch das aber, ich habe das schon ein paar Mal live probiert und das klappt wunderbar. Das klappt wunderbar und das macht die Snare einfach so viel direkter, so viel geiler vom Sound her. Probier das wirklich mal aus, man kann da auch ein bisschen rumprobieren. Man kann auch theoretisch, wenn man sagt, man möchte das wirklich begrenzen, dann kann dieser Eternal Bliss, der hat auch einen Gain Reduction Limiter. Das heißt, wenn ich den hier jetzt auf minus 6 dB stelle, so, dann wird er wirklich nicht weniger als minus 6 dB rausziehen. Auch wenn es vom Ratio her eigentlich mehr sein müsste, die Grenze ist bei minus 6 dB, mehr zieht er mir nicht raus. Kann man probieren. Ich finde, das kann ruhig ein bisschen dynamischer sein, weil wenn der Snare-Schlag lauter ist, dann hätte ich gern auch, dass mehr rausgezogen wird, das ist klar. Und ja, das ist dieser Trick, den ich jetzt mit euch geteilt habe. Ich hoffe, das gefällt euch. Probiert es mal aus. Schreibt eure Erfahrungen unten in die Kommentare. Ich sage vielen Dank fürs Einschalten und hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Bastis Bassstunde. Macht's gut, euer Basti. Ciao.